weiter geht's heute mit dem Qualifying hier aus Ungarn. Los geht's. Mal schauen, wie es wird. Geht jetzt sofort los. So, da sind wir wieder an der Strecke und jetzt wollen wir schauen, wie es läuft. Checks mal die Strecke. Ich glaube, Pech haben wir nämlich jetzt ein, zwei Autos vor uns direkt. Da wir ganz vorne die Box haben, werden wir wahrscheinlich alles, was jetzt da hinten kommt, Williams und so, wahrscheinlich irgendwie vor der Nase haben. Was natürlich super optimal ist, weil, na, erstmal ein Ferrari. Na, haben wir Glück gehabt, dass wir nicht die Williams jetzt vor die Nase kriegen. So viel zum Thema dazu, da ist nämlich schon der Erste. Russell, der rausgefahren ist und gut, vor der Teamkollege, der ist jetzt erstmal wurscht. Aber ich brauche natürlich jetzt erstmal eine Möglichkeit, dass ich einen Russell kassiere. Weil... Georgie! Da machst du aber auch zu, ich wollte mich da vorbei. Weil ich das langsamere Auto nicht auf der Strecke mit den Folgen haben muss. Weil der mir sonst die erste Runde versorgen würde. So, erstmal weg mit der. Erstmal ein bisschen Glück. Die KI mal Platz lassen. Ah, da bist du ein bisschen ans Auto gefahren, aber ich habe zumindest das Auto weg. Ich habe den William schon mal kassiert. Der Ferrari, der davor ist, ist ein bisschen weiter weg. Der wird uns wahrscheinlich nicht. Dramatisch viel, der ist schon ein bisschen weiter weg. 3-4 Meter, das tut es eigentlich, aber wichtig ist erstmal, dass ich den Williams, der hinter mir ist, weg hab. Dass ich den nicht unbedingt direkt vor meiner Nase hab, der nämlich deutlich, deutlich langsamer sein dürfte als wir. So, gehen wir mal rein in die schnellste Runde. Oder auf die schnelle Runde. So, 16 Minuten haben wir noch. Also ja, so 2 Minuten sind schon weg. Ja, wieder die Ferrari da vorne, der ist eh wurscht. Aber so lasse ich mir meinen ersten Versuch nicht von dem Williams, von dem Auto, was ganz hinten steht, kaputt machen. Deswegen war das wichtig, da vorbeizukommen. Weil der jetzt auch schon ziemlich am Heck klebt, also was heißt Heck, bisschen mit Sicherheitsabstand schon, aber nicht weit weg ist, mal gucken, was es damit rauskommt. Besprechen ist klar, dass die Runde natürlich nicht optimal war. So, gutes Viertelstündchen noch. Los mit der ersten schnellen Runde. Da werden wir nicht rankommen an die Runde wahrscheinlich. Der war dritter hinter Leclerc. Halbe Sekunde Rückstand. So, ein bisschen müssen wir jetzt nachlegen. Sektor 1 ist schon mal violett. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die erste Runde war nicht gut, die zweite Runde ist schon ein bisschen besser. Zumindest der Anfang sieht schon mal besser aus. Sektor 1 haben wir schon mal. Die Frage war, was macht Sektor 2? Kriegen wir es hin? Zumindest an den Ferrari vorbei. Wenn ich ihn hinter Hamilton verstehe, ist mir das immer mit egal. Klar, jetzt ärgere ich aber. Gucken. Ja, ein bisschen liegen gelassen.
denke nicht, dass wir Hamilton kassieren. Der ist, glaube ich, 16-4 oder so gefahren. Das wird der zweite Platz werden. Knapp dran an ihm. Noch eine weitere Runde reicht nicht. Also hab in die Box mal reifen wollen. Erster Schuss, Platz 2. Na komm, fahr vorbei, Joe. Oh, Lando, gib Gas. Das wurde jetzt verdammt eng mit den beiden. Da war nämlich noch ein Haas und ein Ferrari. Die Vettel war das. Der Ferrari. So, jetzt gehe ich da mal kurz den... Also ich bei dem Perez sehen, der die Gelbphase, da wo die jetzt das Gas wegnehmen muss. Ich will ihn eigentlich nur ziehen lassen, deswegen mache ich komplett gerade runter. Magnussen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir den McLaren dahinter noch haben. Sainz, ebenfalls vorbei, also zweiter sind wir, wie gesagt, schon mal. Im ersten Schuss. Aber auch nur knapp, es sind nicht viele. 0,141 Sekunden ist der Abstand zu Lewis Hamilton. Wir sind 16,5, er hat 16,43. Also noch alles drin. Können wir uns in Ungarn auf meiner Lieblingsstrecke die Pole sichern? Einmal hat er uns geschlagen, war aber dem Moment wurscht, weil es nur das zweite freie Training war. Und er den etwas schnelleren Reifensatz hatte jetzt gegenüber uns. Und wir medium gefahren sind, wie er soft hatte. Ricciardo vorbei. Aber kann er. Wir den Alpha noch wegnehmen. Kimi. Ich muss in die Box. Ich will nochmal einen zweiten Angriff wagen. Jetzt kommt ein Red Bull. Das kommt der erste Kontrahent. Das ist Albon gewesen. Naja, Kontrahent. Mehr oder weniger. Ja, Verstappen, aber gut. So, das nächste Auto, was jetzt kommt, wird uns jetzt, wenn wir dem jetzt natürlich nicht im Weg stehen. Halber noch vor Verstappen. So viel zum Thema, kann ich noch kurz rein. Und uns ist ja Giovinazzi. So far, our fastest lap is a 1:16.5. Ah, der zweite Versuch, wie gesagt, 10 Minuten haben wir noch. Jetzt gehe ich nochmal auf die schnelle Runde. Ich will erstmal mit dem zweiten Versuch die Hamilton-Zeit knacken und dann im dritten Versuch seine vielleicht schnelle Runde kontern. Deswegen fahre ich meistens immer die Medium, die weichere Variante. So, Vettel auf 4 und vor uns ist jetzt ein Renault. Das heißt, nee, doch nicht, geht in die Box. Okay. Ich dachte mir nicht, dass der nächste uns wieder auf dem Weg steht. Aber wir gehen jetzt raus. Alle gehen jetzt in die Box. Das heißt, wir sind auf der schnellen Runde jetzt. Große Frage, kriegen wir den Hamilton noch gepackt? Oder kottert uns der Teamkollege aus und nimmt uns auf, wie gesagt, meiner Lieblingsstrecke hier voll weg. Naja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie weit der Abstand zu Albon ist. Fahrer hinter mir. Albon behind, their best lap time is a 1:16.6. So weit ist er nicht weg. Also müssen wir nochmal nachlegen. Um ganz sicher und für ganz vorne zu qualifizieren, weil Albon ist dran, 16,6. Das ist Maximum eine 100 für die der Thailänder da hinter uns liegt. Und Verstappen warte ich, dass der fast noch nachlegen kann.
So, jetzt noch mal Gas geben. Bisschen zu viel Liga. We have two laps of fuel remaining. Wenn man so weiter vorne die schnellste Runde jetzt ist, umso besser ist das. Achso, der erste Sektor war langsam, zweiter Sektor ist super schnell. Also schneller als zumindest die Hamilton-Runde. Umso mehr wir mitnehmen, umso schwieriger wird es werden gegen ihn, für ihn, unsere Runde nochmal zu kontern. Es wird eine gute Sekunde werden. Damit haben wir also 15,5. You've just put in the fastest lap. Good job. So, Abbruch hier, damit ich die, damit ich einen schnellen den Reifen halten kann. Also, Führung vor Lewis Hamilton. Eine knappe Sekunde Vorsprung haben wir. Und nicht ganz 800 sind es, aber trotzdem, das ist nochmal schon eine Ansage. Da muss er auch erstmal hinkommen, aber die Frage ist, schafft das? Der erste Sektor war halt nicht gut. Da hätte ein bisschen mehr rausholen können, aber im zweiten, dritten Sektor hat es funktioniert. Aber wieder schauen. 6 Minuten 30 noch. Wir gehen jetzt in die Box. Nochmal neuen Satz Reifen und wenn der Hamilton dann rausgeht, gehen wir auch nochmal auf die Strecke. Um einfach seine Runde zu nähe, zu kontern. Wenn der schnell genug ist, vielleicht ist er auch nicht schnell genug. Keine Ahnung. Boah, ist ja warm heute. Der Donnerstag ist auf 32 Grad draußen. Und ich schwitze mir ein. Ich war gerade schon duschen und schwitze mir gerade ein. Ja, hatte ich das Rennen von Mainz fahren. Aber wie gesagt, klar, ich mit dem Lenkrad fahre. So, einmal kurz rüber in die Box. So. So, jetzt warten wir natürlich ab, 5 Minuten noch. Der Abstand ist, wie gesagt, es wird da gerade etwas, nicht mal ganze Sekunde. Die haben wir auf Albon. So fastest lap is a 1 minute 15.5. Max auf der Strecke, Nemo Coin, also zwei Autos sind auf der Strecke. Gucken wir mal bei Max Verstappen, den sehe ich bis ans Kontrahent 27.1, 27.4. Langsamer, langsamer. Da muss er schon im Sektor 2, Sektor 3 zaubern. Und er schafft es auf Platz 4. Nur Platz 4 für Max Verstappen, das ist natürlich hinter seinem Teamkollegen. Ist natürlich schon mal. We're 20th in the speed trap, 313.1 kilometers. Irgendwo eine Enttäuschung. Die Frage ist, brauchen wir nochmal raus? Also ich weiß es noch nicht. Klar, also ich denke, Verstappen wird nicht schneller werden. Der wird keine Runde mehr setzen. 4 Minuten haben wir noch. Vielleicht kann, ja, wenn er jetzt in die Box geht, 28.0, erster Sektor. Das ist definitiv zu langsam. Das ist noch eine Sekunde langsamer. Der wird abbrechen, die Runde. Da wird er nicht schneller werden. So. Gut, wir gehen nochmal auf die Strecke. Everyone ready? Um nochmal nachlegen zu können. Und vielleicht die Zeit von Lewis Hamilton nochmal zu kontern, falls er das.
Und da setzen wir den ersten Schuss. Vermutlich setzen wir den ersten Schuss, weil ich will nochmal nachlegen. 3 Minuten 20 noch. Also wie gesagt, wir werden jetzt nochmal rausgehen auf die Strecke. Wenn man eine freie Runde setzen, weil das wäre ganz nicht ganz unwichtig. Wobei ich vermute, dass wir genau in dem Moment, wenn wir rauskommen, der ganze Rest rausgeht und dementsprechend wir keine schöne freie Runde haben, aber naja, schauen. So, mal schauen. Und 2 Minuten 20 haben wir noch. Ich habe mir jetzt bewusst, also erstmal auf Mager stehen und dann gleich nochmal so kontern. So, und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Glück haben, nicht genau dann raus auf die Stadtzielgerade gehen, wenn alle raus müssen oder rausgehen. Ja, wir kommen vorbei, das ist gut, das ist gar nicht mal so unwichtig. Dass wir doch nochmal eine freie mögliche Runde haben, während Hamilton auf jeden Fall Verkehr hat. Apropos Verkehr, den haben wir tatsächlich auch noch. Weil vor uns ist noch ein Racing Point und davor ist auch noch ein Auto. Vor uns ist Lance Stroll und na, das könnte sogar schon gewesen sein, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und er pennt nicht auf der Zielgerade, auf der Ideallinie. Ja gut, okay, damit hat sich die Runde erledigt. Der Dreher auf der... Jetzt müssen wir natürlich warten, weil jetzt alles vorbeigeht. Da kommt noch ein Auto. Und noch ein Auto. Und dahinter kommt noch ein Auto. Und ich muss jetzt gerade mal ein bisschen Platz... Ich muss nämlich jetzt aufpassen. Damit ist das Thema schnelle Runde gegessen. So, Verstappen. Oh. Klatsch. Und da hat es auf jeden Fall einen Flügel gegeben, glaube ich. Von dem Renault. Ja, oder der Schikane kann es natürlich keinen Platz machen. Das war wohl so Con. Ich vermute, dass der vorne links den Flügel gerade kaputt, weil er dem Red Bull aufgefahren ist. Der gesehen hat, oh, gelb, da muss ich ein bisschen vom Gas runtergehen. 30 seconds left in the session. Ja, damit ist, wie gesagt, die Runde durch. Und wir können definitiv nicht richten, wenn Louis nochmal nachlegt. Die Runde ist ja, wie gesagt, gegessen. Ich fahre also die Runde zu Ende. Die Inlap noch, fahren die Box. Ocon wird nicht nochmal raus müssen oder rausgehen. Und damit haben wir einmal Mercedes vorne. Die Frage ist, welche Reihenfolge oder passiert da nochmal irgendwas? Zeit ist eh durch. Fantastic. You've got pole. Pole in Ungarn. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Richards, Hamilton und Alexander Albon. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Also, erste Reihe Mercedes, zweite Reihe Red Bull, dritte Reihe Ferrari, vierte Reihe Racing Point. Dann haben wir einmal McLaren Renault in der Reihe Nummer 5. Dann haben wir ein Alfa Tauri-Pärchen und dann haben wir nochmal McLaren und Renault, aber in umgekehrter Reihenfolge in Reihe 7 Esteban Ocon vor. Also einen ziemlich enttäuschten Lando Norris. Und dann haben wir wieder so ein Pärchen, Dann haben wir nochmal einen Haas und dann haben wir Williams. Also Fettens fast komplett aufgeräumt gehabt. Na gut. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich denke mal, es kann so viel mit Strafen noch passieren. So, 3 Runden noch.
So, dann geht's jetzt mal weiter. Ist jetzt immer durch. Gemacht. Eine solide Leistung. Hm. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, versuchen wir es mal. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem 18-Runden-Rennen hier aus Budapest.